Kommt sicher schon angeschwommen wieder. Nein? Hier nicht? Ich sehe nichts. Auf dieser Seite ist auf jeden Fall nichts. Doch, da vielleicht rein. Kommt der gerade zu mir? Nein. Da habe ich gesehen, dass da ein Loch ist im Schiff. Da. Irgendwas? Da vorne. Und da. Ich muss den Kram schnell nehmen. Ich kann dann später angucken, war auf jeden Fall ein. Oh Gott, das wird knapp. Meisterlich gefertigtes Wolfstahlschwert. Muss auftauchen. So schnell es geht. Jetzt zum Schiff. Wer ertrunken hinter mir her ist. Komm hoch. Nice. Gut. Gut, wir haben das Wolfstahlschwert-Rezept gefunden. Das ist doch was. Per Zufall. Und wir haben eine neue Waffe. Nein, ich will nicht mich teleportieren. Ich will mich eigentlich nur drehen. Scheinbar irgendwie raus geschwommen aus dem Gebiet. Hier gibt es aber anscheinend noch mehr. Das ist noch nicht alles. Oh. Aber ich schätze mal, das ist das Wichtigste, was ich hier weggeholt habe. So. Und damit ist das okay. Weil. Ja, ist halt so. Kein Bock auf diese Ertrunkenen, die gehen mir auf den Keks. Schauen wir erstmal, wie gut das ist, das Wolfsstahlschwert. Oberkörper. Silberschwerte. Da haben wir vorhin noch dieses Anfert, haben wir irgendwann nochmal gefunden. Katzenstahlschwert. Meisterlich gefertigtes Wolfstahlschwert. Was braucht man dafür? Überlegenes Wolfstahlschwert. Wow. Puh. Das wäre eine Waffe. Nicht gute Silberschwerter, die ich fertigen kann. Nix. Gwenell auf Stufe 13. Ist gerne eine Option. Ist jetzt nicht teuer von der Herfertigung, wenn man das so sieht. Wenn ich auf Stufe 13 nichts Besseres habe, kann ich Gwenell herstellen. Ich habe was gefunden noch. Klinge von Tirtuchea habe ich bekommen. Die ist besser als die Stahlwaffe, die ich hier habe. Als die hier. 83 kritischer Trefferbonus, ja. 50% kritischer Trefferbonus, Trefferchance und Chance auf Bluten. Hab minus 7, weil die Waffe ein bisschen kaputt ist.
Also minus 4 hat sie ja, weil sie so kaputt ist. Aber das heißt, sie ist quasi mal nur minus 3. Schlechter als die Stahlwaffe hier. Von 80 bis 105. 82 bis 100. Ja. Könnte man sich überlegen. Next. Wo ist das nächste Ziel, was wir haben? Das. Was da unten? Okay. Kannibalen. Stufe 3. Okay, das ist nicht der Rede wert. Oh. Moormixer. Au. Jetzt reicht's aber auch. Ich weiß gar nicht, ob die noch XP bringen, wenn die so tief sind. Stufe 3. Hätte ich mal gucken sollen, ob die überhaupt XP bringen. Auf jeden Fall eine fette Sauerei hinterlassen. So. Baumwolle und Leder ist gut. Eisenerz, Holz, Axtkämpferstiefel, Mindesterscheinungsabsud. Das hatten wir, glaube ich, alle schon. Die Rezepte. Oh, da ist noch was. Das ist geklärt. Darüber müsste ich eigentlich. Das werde ich natürlich nicht machen, deshalb reite ich drumherum. So. Nämlich auch ein Fragezeichen. Versteckter Schatz ist hier. Wird von einem Gruftweib bewacht. Das Gruftweib kämpft gegen mein Pferd. So. Ja. Fragezeichen. Gruftweib. Sollte ich mir mal Marker hinsetzen hier, dass hier ein fettes Viech ist. Gut zu wissen. So. Let's go. Das ist noch weit weg von meinem Level, wenn ich das als Fragezeichen sehe. Bandit, Kannibale, Kannibale. Arm muss ab. Zur Flasche. Oh, den anderen habe ich aus Versehen irgendwie mitgekillt. Alter. Leute hier regelrecht hingerichtet. Meine restlichen Kannibalen noch platt hier. Mal sehen. 91. 92. Okay, gibt 1 XP. So. Die Knüppel lasse ich liegen. Die lohnen sich nicht. Dieses kleine Dorf hier komplett kaputt gemacht.
Lecker kaufen. Eben die Kronen, die die haben, noch mitnehmen. Da sind ein paar Reserven. Ja, die eine Frau wurde regelrecht hingerichtet. Phosphor Nostrix, Tabakpfeife. Kleiner Tschernobyl, kleiner Dunsborg, Leder, Bergstiefel, verbesserter Mondstoff und der Bezwinger. So. Ist doch alles, was hier war. Vorne gerade schon wieder Gegner gesehen, hier unten irgendwo. Hier. Da vorne. Gucken, was das ist an Gegnern. Wölfe oder Trunkene? Trunkene. Die sind Stufe 4. Gucken, wie viel XP die geben. 94. Oh. 96. Also ja, auch nur einen. Sobald die grau sind, geben die nur noch einen einzigen XP. Muss ich mir merken. Das heißt, den einen brauche ich nicht. Für einen XP gehe ich da jetzt nicht extra hin. Da ist noch ein Fragezeichen. So. That's it, Roach. Banditenlager? Nicht gerade mit wenig Banditen. So sehr. Nein, ziemlich viele Banditen. Au. Sind Kannibalen. Keine Banditen. Oh, falsche Waffe. Normalerweise ist das nur ein Schlag. Wo sind die? Oh Gott, ich komme hier nicht raus gerade. So. Noch mehr. Irgendwo da. So. Ah, nicht den kleinen Knüppel mitnehmen. Die wiegen viel und bringen nichts ein. So. Ich plündere mal nur das Lager. Was es hier zu plündern gibt. Fast gar nichts. Boah. Überall Leichen. Eisenerz, Scherbenschwert, Geisteröl, aber Meisterreparaturset. Auch noch einen aufhängen, vielleicht einen ihrer eigenen. Obwohl, wenn es Kannibalen sind, essen die den auch irgendwann auf. Lufttrocknung. So. Da sind noch ein paar Sachen. Ja, hier hinten sind da keine Armeen und Leute haben nichts zu essen. Da war noch was, ich hab noch was übersehen. Und werden da Kannibalen. Nicht, dass ich das jetzt gutheißen möchte. Ah, eigentlich will ich das überhaupt nicht gutheißen. Sollte man nicht machen. Liebe Kinder, esst keine anderen Menschen. Das hat im Übrigen einen recht simplen Grund, warum man niemals seine eigene Spezies essen sollte. Also es gibt ja Wesen, die essen ihre eigene Spezies. Aber man sollte seine eigene Spezies schon aus dem Grund nicht essen, weil da gibt es voll viele Banditen. Alter, was gibt denn hier? Man Krankheiten so überträgt. Krankheiten, die
interspezienmäßig sind. So, da sind noch mehr Kannibalen. So, da unten ist auch noch einer. Kannibalenhäuptling. Der hält ein bisschen was auf. Hier ist ja richtig so das Kannibalennest. Schauen wir mal, was wir in der Truhe finden. Flasche Mondscherben. Fasereisenerz, Kappspinnenabsurd, Kyras, Lederbänder, Pechdraht. Ja, ich bin so schwer, ich bin schon gedacht. Weil ich schon vorhin sehr, sehr voll war, ich muss gleich ein bisschen was wegwerfen. Der Kyras scheint sehr viel zu wiegen. Wow. Das ist eine mittelschwere Rüstung, wiegt halt 7. Ist aber auch 200 etwas wert. Trotzdem, 7 ist halt echt ein bisschen viel Gewicht. Das Nilfgaardische Langschwert kann ich aber wegpacken, das wiegt 3. Der Bezwinger, das Silberschwert, das kostet 796. Okay, der kommt weg. Also wenn ich die beiden wegpacke, habe ich dann genug? Nee, die muss weg. So. Muss halt weg. Ist so schwer. Das jetzt noch? Mal drumherum um die Barrikade reiten. Gibt hier nicht sowas wie Monsternester oder so ein Kram mal? Noch mehr? Ne, das ist eine verlassene Stätte. Verlassene Städten sind gut. Geben viel XP, wenn man die freiräumt. Und Kopf ab. Oh, yes. Schöne Städte freigeräumt. Heißt, dass hier sich Leute niedersiedeln. So. Ja, springen wir das Ganze. 120 Erfahrungspunkte. Ja. Das ist immer gut, diese Städten. Plus, es gibt immer ein bisschen Erfahrung. Geld dafür, wenn man das auch noch freiräumt. Da wollte ich mir nämlich Strickleiter nicht. Da liegt ein Brief. Ahoi Gregor, hast du schon gehört, dass sie die Piraten verjagt haben? Es ist wahr. Keine Spur mehr von den Piraten, bis auf ein paar frische Gräber und Blutlachen. Die Bootswerft ist mehr oder weniger im gleichen Zustand wie vorher. Das heißt, alles steht kurz vor dem Zusammenbruch. Aber hält noch ein bisschen. Das Werkzeug ist komplett verrostet, aber noch nicht unbrauchbar. Mit anderen Worten, du kannst zurückkommen. Aber geh um Himmels Willen nicht nach Süden. Da haben ein paar andere Banditen ihr Lager aufgeschlagen. Ein klassischer Fall von Hure Wakaui oder wie das auch immer heißt. Es ist genau wie in alten Tagen, Kumpel. Das Rauschen der Wellen, das Kreischen der Seevögel und der Gestank von Teer auf dem Boden. Also was sagst du, kommst du zurück? Simon. Ha. Ist irgendwas Gutes drin, Strickleiter? Jetzt das Holz ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Chimärischer Dolch kann ich nicht nehmen, wiegt zu viel. Brot geht auf jeden Fall. So. Hier ist aber nicht ein Händler oder sowas mit hingekommen. Normalerweise kommt auch immer ein Händler hier mit hin. Ich gerade schon Soldat. Kette? Ich habe nie eine Kette gesehen. Gesellenwaffenreparatur sind nämlich aber mit. Das lohnt sich.
Ich muss mal eine von den Waffen wegwerfen, die ich habe. Irgendwie so ein Knüppel hier, kleiner Knüppel. I say we tell the Baron's boys he finds his rock in the forest and toss us some grub then. Okay. Freigeräumte Stätte. Ein Händler wäre ganz nett. Da ist ein Händler. Ich wusste doch, irgendwo muss hier doch ein Händler sein. What? Waren. Show me what you have in stock. Ich meine, ich kann doch zumindest die Sachen, die ich so habe. Aber er gibt mir fast gar nichts dafür. Dieser Händler sind auch nicht so geil. Naja, okay. So. Dann habe ich zumindest erstmal ein bisschen Gewicht freigeräumt. Gut. Nein, nicht wahr? Bis dann. Auch aufs Pferd und weiter. Ah, diese Küste will ich noch nicht zu Ende machen. Das hier will ich noch, aber die hier in der Küste lang mache ich noch nicht. Mache ich irgendwann andermal. Faster. Danach werde ich mal die Hauptquest machen, nämlich dass ich zum Baron gehe. Oder noch ein bisschen nebenquestmäßig. Nee, ich werde mich noch ein bisschen nebenquestmäßig. Noch eine verlassene Stätte.